Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Crash Bandicoot 2 Insane Trilogie Platinum Trophy Challenge blabliblub. Ja, heute am 2.8. Gestern letzte Aufnahme gestartet, mehr oder weniger erfolgreich. Wollte ich direkt weitermachen. Aber wir sind hier im Hauptmenü, weil ich habe mich ja damals gewundert, als ich das Spiel begonnen habe, also damals sage ich schon siebenmal die Woche her, warum jetzt hier nicht sagt, es ist Crash Bandicoot der Cortex, ne? Aber jetzt glaube ich nur, wenn wir das Spiel erstmal starten, weil letztes Mal war ich ja noch irgendwo drin, in dem Level, bevor ich gestartet habe. Jetzt macht das aber auch nicht mehr. Was ich aber cool finde, ist, dass jetzt hier jeweils die Musik immer von den einzelnen Spielen einfach weiterläuft. Und wenn ich auf das Spiel gehe, dass es dann auch direkt weiterläuft. Genau das war's. Das halt immer die Teile nochmal nennen. Gut, gehen wir einfach weiter. So. Eine Klarheit vorweg, ne? Also zum einen, ich habe einmal vergessen rauszuschneiden, als ich nochmal synchronisiert habe. Nachdem ich meine Mutter, glaube ich, angerufen hat, war das. In einem Part also noch zu sehen, meinen Synchronisierungsprozess mit hoch, runter und so, ne? Und das zweite ist, es ist jetzt schon des Öfteren, sowohl im ersten als auch in diesem Teil, die Frage aufgekommen, was eigentlich blind bedeutet, ne? Beziehungsweise, wie ich auf die Idee kommen kann, das Let's Play als blind zu titulieren, obwohl ich die Spiele kenne. Theoretisch kenne ich sie, ja. Zum einen, ich habe es, was sowas angeht, echt kein gutes Gedächtnis. Und zum anderen, es ist halt trotzdem ein anderes Spiel, es ist halt ein Remake, ne? Ich weiß ja nicht, was sie an Inhalten geändert haben. Und deswegen habe ich davor selber mal das blind reingeknallt, auch wenn die schon sehr ähnlich in alten Teilen sind. Aber zum Beispiel die Relikte, das ist komplett blind, ne? Zumindest in den ersten beiden Teilen. Gut, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Ich hole das Relikt erst, wenn ich die Sprintfunktion habe. Auch wenn die mir hier nicht allzu sehr hilft. Aber ein bisschen helfen tut sie mir schon. Deswegen ganz normal erstmal die Level weitermachen. Crash, crash. Ich glaube, hier gibt es einen Geheimweg. Hat mir jetzt auch jemand mitgeteilt gehabt, also heute in den Kommentaren. Durch Rutschen kannst du einigen gefährlichen Hindernissen ausweichen. Und ihr sagt die ganze Zeit, ich soll auf jeden Fall diesen Rutsch-Drehsprung verwenden, den ich wahrscheinlich noch nie gemacht habe. Ich bin mal gespannt. Ich kann es ja mal testen. Also im Endeffekt ist das ja eigentlich nur, war das gut? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es wahrscheinlich nicht gesehen, weil ich außer Bild war. Ach, guck mal, ich kann updaten. Cool. Kann ich hier schon alles holen? Ich weiß es wieder nicht. Pabams. So, warte mal. Mega. Okay, nochmal. Wo hab ich denn die Leben her? Ah ja, genau. Stimmt. Da war ja was hier mit dem Bärchen. Das lassen wir jetzt erstmal. Ist vielleicht nicht das beste Level, um diesen Drehsprung auszuprobieren. Aber gut. Ich meine, es wird ein recht gediegenes Level sein, hoffe ich vielleicht. Wenn ich ganz lieb bitte sage. Ui! Oh mein Gott! Lauf, Schlampe. Okay, ich bin durch die Decke gesprungen. Checkpoint! Dann müssen wir mal rutschen. Oh mein Gott, jetzt darf ich die Rutschentfernung ja noch abschätzen. Das ist ja super. Ich habe auch nochmal schon mal reingelückert in die Trophäen. Gerade was Coco angeht, ich muss wirklich diesen hier machen mit ihr. Na Moment, erstmal gehen wir da lang. Ich glaube, das ist nämlich das Bonus-Level. Wenn ich mich nicht täusche. Irgendwas wurde doch hier gesagt, vergiss bei Crash nicht die blablablablub. So. Ich habe leider keine Ahnung, was das... Was? Ich war doch schon in der Rutsch... Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Ich war schon in der Rutschsequenz drin. Das wäre bei PlayStation 1 nie passiert, dass ich da jetzt gestorben wäre. Egal. Machen wir einfach weiter im Takt. Auf jeden Fall, der zweite Teil kommt auch echt gut an. Also, zumindest von den Zuschauern her. Ist eigentlich wirklich... Ich glaube, ich werde in keinem anderen Projekt mehr so viele... Was ist los? Okay. Ihr habt gesehen, ich bin irgendwie nach oben gegangen, ne? Ich glaube, es sollte ein Sprung sein. Ja, ja, ist okay. Ja, ich glaube, ich werde in fast keinem anderen Projekt mehr sein. Es kommt jetzt irgendwie noch so ein Spyro-Remake raus, in so einer kurzen Zeit so viele Zuschauer haben. Das heißt, ich habe den Höhepunkt meiner Karriere wahrscheinlich soeben erreicht. Viel mehr werde ich auch nicht, also eigentlich habe ich das überhaupt gar nicht gehofft, überhaupt so weit zu kommen. Also mit so einem... Alter! Boah! Warum habe ich hier so Probleme? Bin ich zu alt für solche Spiele, um mich auf so eine neue Engine einzulassen? Ich raff das nicht. Das ist halt wirklich krass anders als die alten Teile. Ich glaube, das wird es wirklich einfacher machen, wenn man die alten Teile nicht kennt, um sich damit anzufreuen. Weil jetzt haben wir das natürlich noch so ein bisschen im Blut. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich hätte nicht gedacht, dass ich meine persönlichen Rekorde mit... Ey, fick dich doch ins Knie! Mit der Insane-Trilogie brechen werde. Was Zuschauer in einem Monat angeht und so. Weil letzter Monat war auf jeden Fall der erfolgreichste Monat. Was auch wirklich nur an 7 Tagen lag. Oder an 3 Tagen lag. Als Crash Bandicoot 1 hochgeladen wurde, ne? Wenn ich mir bedenke, ich hätte jetzt alle 3 Teile hintereinander reingejagt, das wäre kolossal, weil ich da schon Zuschauer gehabt hätte. Weil es ist auch ein bisschen wahrscheinlich ein paar gedacht, oh, der spielt ja den zweiten Teil gar nicht, ne? Ich warte nicht mehr. Oh mein Gott.
Was ist das jetzt? Ach so, das war nur eine Dankeschön. Ich will aber Checkpoint haben. Bams. Oder war das nicht hier, wo der Los Geheimos Legos ist? Oh, Alter! Hör auf, dich zu bücken. Hui! Wo kriegst du denn Geld für? Aus! Hui! Vorsicht! Also, es ist echt blöd, dass er dann wirklich sich noch so ein bisschen duckt danach, nach dem Rutschen. Ja, ein bisschen nervig. Es ist auf jeden Fall. Also ich will das Spiel jetzt wirklich nicht ranten oder sonst irgendwas, aber es ist halt schon um einiges träger als für PlayStation 1. Oh mein Gott, Hilfe! So. Ich glaube, man muss sich einfach nur so ein bisschen darauf einlassen. Hat ja beim ersten Teil ja auch ein paar Jahre gedauert. Und denkt dran, ich bin ja schon sehr alt, ne? Überlegt, wie lange ich gebraucht habe, um Tomb Raider so einigermaßen zu raffen. Hi, hi, hier hin. Hui! Pritz. Ist da oben noch was? Ich will so lustige Bonus-Level-Musik. Na ja, komm. Rumpelfrüchte sammeln wir auch ein. Wir brauchen den Leben eh früher oder später. Ich denke mal, hier wird das wird auch ein, das wird auch ein Teil sein, wo ich auf jeden Fall hinterher farmen muss, die Leben. Damit ich die Trophäe kriege. Hui! Was? Okay, ich versuch's mal mit dem Dreh, Sprung, Rutsch, Dreh, Gedöns. Gucken wir nochmal. Okay, man kommt deutlich weiter. Heiliger Bimba. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Finde ich gut. Kapums. So. Ich habe heute auch nicht mehr so viel vor. Ich habe schon Sport gemacht. Kam so einigermaßen pünktlich aus der Firma. Das ist jetzt momentan sowieso echt in Grenzen. Das ist echt in Ordnung. Ui, ja. Bums. 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 Obwohl wir halt scheiße viel zu tun haben. Es ist einfach alles so ein bisschen effektiver und anders aufgeteilt worden. Von daher, ne? Und vor allem, ich komme jetzt nach Hause, das Essen ist schon fast. Also, es ist fast immer schon warm und ist auf dem Tisch. Da kann ich mich echt dran gewöhnen. Und Haushalt wird natürlich auch einiges abgenommen, seitdem Julia hier wohnt. Und da ich bin kein Schuhwinist, ich habe sie nie danach gefragt, dass sie das macht. Macht sie alles freiwillig. So. Okay, eine Kiste fehlt noch. Schauen wir nochmal, wo sie ist. Ja, okay, ich habe sie. Wunderbar. Nur noch durchkommen. Dann haben wir auch den Edelstein, wollte ich sagen. Bleibt es wohl nicht. Er wird uns nicht gegönnt. Moment. Ah, komm. Oh, hier ist doch hier Mr. Abgrund. Oh. Ach, fuck, da fehlt doch noch ein paar. Ups, mein Fehler. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall mehr als genug Platz, behaupte ich mal. Ist das das, wo ich dann... Ja, genau, das ist da, wo ich den hier machen muss. Stirb! So. Ich weiß, das Steinchen macht das wahrscheinlich auch kaputt. Aber ich wollte es cool machen. 22 Leben. Ich glaube, ich bin so raus... Es geht so raus, wie ich reingegangen bin. Also alles richtig gemacht. Trotz der anfänglichen Problematik, ne, mit diesen komischen Stromdingen, wo ich überhaupt gar keinen Zeitdruck hatte. Verrückt. Jetzt kam ja der zweite Warboom, ne? Boah, ey, die Relikte, die werden hier ein richtiges Fest. Herr Thierry, der hat mir auch schon schön viel Spaß gewünscht und dass es für mich die Hölle werden wird. Da freue ich mich schon drauf. Aber ich bleib dran. Also, okay, Ildil, da gibt's jetzt einen farbigen Edelstein. Ist das so ein Deepish Mode Level? Ich glaube schon, ne? So ein Abfluss, Abwasserlevel, Kanalisationslevel. Hinter etwas Falschem verbirgt sich ein besonderer Edelstein. Ach, das war die Geschichte. Das habe ich so oft per Zufall immer rausgefunden, ne? Ich weiß gar nicht wieso. Wieso ich da hingegangen bin. Aber das werdet ihr gleich schon sehen, was ich meine. Müssen wir ein bisschen lauter machen, warte mal. Ja, die Mucke ist aber nicht so cool im Remake, finde ich. Vielleicht die alte schon geiler. Ach ja, da fällt. Es kommt wieder hoch. Und zwar alles. Die Level war nicht so cool. Spratzel. Oh fuck. Kann man den noch optimieren, diesen Drehsprung-Gedöns da? Wirbeldreh, Rutschsprung. Ups, sorry. War keine Absicht. Oh fuck. Ja. Dings, 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 dings. Ach! Ich wollte eigentlich mal mit Coco spielen gerade ein. Ich glaube, das wäre ein prädestiniertes Level dafür gewesen. Die alle mit meinem Double Leg Drop zu töten. Das war wirklich Glück. Ah, gehen wir erstmal rechts rum.
Ja, hier war es, glaube ich, sogar schon. Ich werde bekloppt. Moment. Brauche ich theoretisch nicht kaputt machen, weil die müsste eigentlich durch die Nitro-Kiste zerstört werden. Pass auf und tada! Geheimer Bereich. Einfach mal eine unsichtbare, also keine unsichtbare Wand, sondern eine ohne Kollisionsabfragewand. Uiuiui. Nicht sehr nett. Oh fuck. Also klar, wenn ich dann natürlich im Wasser lande, während hier stromisiert ist, verliere ich natürlich eine Maske. Oder bin gegebenenfalls tot. Ja, jetzt würde ich mich ja gerne eigentlich. Wäre sinnvoll, wenn ich mich töten lassen würde. Weil der ist jetzt natürlich gesaved. Aber schön, dass ich jetzt schon den nächsten farbigen Edelstein habe. Das ist beim zweiten Teil immer so schnell mit den Edelsteinen, ne? Überleg mal, wie lange ich im ersten Teil gebraucht habe, bis ich dann mal den ersten hatte. Hat gefühlte Jahre gedauert. Autsch. Ja, komm. Ist okay. Das krieg ich ja nur mit einer Maske noch hin. Nein, krieg ich nicht. Gut. Dann krieg ich es dann mit keiner Maske hin. Ah! Nein, krieg ich nicht. Aber egal. Den habe ich auf jeden Fall. Und gut ist. Zack. So, nächstes Level ist der Endgegner. Scheiße. Danach das Level muss ich mit Coco machen. Das war. Was? Ja, der hat mich denn getroffen? Womit? Also nicht mit Recht auf jeden Fall. Ah, komm. Checkpoint. Ich mach mal vorsichtig, habe diese eine Holzkiste da kaputt, ne? Man weiß ja nie, nicht, dass die hinterher übrig bleibt. So. Einmal rüber. Pirz. Pirz. Oh mein Gott. Checkpoint. Ist eigentlich total sinnlos, hier einen Checkpoint aufzubauen, oder? Jetzt hat man halt keinen Bock, das Bonuslevel zu machen. Okay, aber es hätte nicht sehr viel Sinn. Mal kurz das Kabel ein bisschen verlegen. So. Nehme ich noch auf? Jo. Sehr gut. Schwamps. Kommen die Metalldinger runter? Nee, ne? Gut. Das ist ein ganz gediegenes Level. 5, 1, 2, 1, 2, 4, 5. Ah. Geht schon, Kapotski. Das könnte jetzt sogar mal ein richtig gutes Level werden. Wenn ich jetzt alle drei Sachen direkt holen kann in einem Rutsch, dann würde ich auch wahrscheinlich schon produktiver sein als die letzte. Ach, was ist los, bitte? Ach, es war eine Maus, die ich nicht... Ah, okay, war mein Fehler. Warum ist hier schon wieder eine Abzweigung? Was soll der? Ich jetzt erstmal nach links. Nö, komm hier mal. Was ist denn hier? Ach, guck mal, der Kristall. War eine gute Entscheidung, hier hinzugehen. Pepperdorf. Ich will meinen Superbauchplatscher haben. Können wir aber erst im dritten Teil. Ihr vereinfacht die Sache halt ein bisschen, ne? Aber wer werdet ihr dann noch feststellen? Aber ihr kennt doch eh den dritten Teil. Hat doch jemand geschrieben, finde ich cool, dass du so viel erzählst, obwohl die Hälfte der Zuschauer oder fast jeder das Spiel viel besser kennt als du. Ist auch so, aber es gibt wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich. Ja, okay, vielleicht auch nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt bestimmt Leute, die das Spiel nie gespielt haben. Die dann sich denken, Alter, denn du bist ja voll der kluge Mensch. Wie kannst du solch ein Wissen erlangen? Ach komm. Manchmal, dieses auf dem Plattform landen, ist auch manchmal ein bisschen komisch. Bisschen tricky. Frops. Einfach mal Bauchplatsche runter. Komm, mach mal. Oh, Kletterpassage. Ich glaube, das ist hier cool gemacht, oder? Also nicht wie ich mir bei Zorn des Cortex. 5 nur noch, geil. 3 sehe ich schon mal. 4, 3. Ein bisschen langsam ist das. Naja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich langsam ist oder nicht. Schnell durch. Wenn ich die Dinger wegpfeffern, ich weiß ja gar nicht mehr. Stacheln machen mich da ein bisschen nervös. 2 noch, genau. Los geht's. Die müssen wir alle mitnehmen. Ich mag das, wie der guckt. Mach deinen Mund zu. Ja, das sind die letzten beiden. Sehr gut. Tack, tack. Tada! Uiuiui. Slalomlaufen hier. Ich meine, von Passion 1 haben die uns immer verfolgt. Also wenn wir über den waren, hatten sie auch nach oben geneigt. Das fand ich immer ganz nett. So.
Warpoint Nummer 2 wäre damit so gut wie abgeschlossen. Verbleibt nur noch der Endgegner. Sehr gut. Es kann auch so funktionieren, aber die Level waren auch echt gediegen. Aber wir müssen halt jedes Level nochmal machen. Das ist halt so ein bisschen das Problem, ne? Und sie sich also so ein Popo ziehen und der Kristall oder Edelstein immer noch so durchsichtig ist. Nicht schlecht. Von 25 Kristallen. Du bist auf dem richtigen Weg. Mir geht die Energie aus, was die Kommunikation schwierig macht. Denk daran, ich zähle auf dich. Ich überlege gerade, ob wir irgendwo den grünen Edelstein brauchten, weil jetzt haben wir eigentlich mittlerweile schon, ja doch, 3 von 5 Stück und schon 35% heiliger Bimbam. Gut, Komodo-Brüder. Aber wie gesagt, das wird nicht das Problem sein, die 100% zu erlangen, sondern die direkte Angriffe verletzen sie nicht. Okay.